Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Spiel gegen Valladolid wahrscheinlich. Ja, genau, auswärts Valladolid. Scheiße. Ach Mann, ärgert mich. Diese Niederlage ärgert mich tatsächlich so ein bisschen. Es ärgert mich trotzdem ein bisschen, diese Niederlage, muss ich zugeben. Die ärgern mich trotzdem in der Niederlage so ein bisschen. Aber wir müssen es abhaken. Es ist nun mal so. Ach, ich gebe mir auf und sinke. Dann geht's halt nicht. Gegenangebot, Tauschspieler entfernen, neue Transfersumme vorschlagen. 19,7. Gegenangebot. Ich kann es leider nicht anders anbieten. 19,5. Komm. Ich brauche definitiv noch einen Linksverteidiger. Das möchte ich halt gerne machen. So, es geht Adrian Ramos, der wechselt nach Ibiza für ein halbes Jahr. Viele Leihspieler natürlich, klar. So. So, verhandeln wir das Ganze mal mit dem Wochengehalt. Vielleicht kriegen wir doch unseren neuen. Wichtig. 5 Jahre. Freigabesumme übergehen. Freigabesumme abgeben. So, was wollte er jetzt haben? 50? Nee, warte mich. 40.000. Lass mich raten, ihr wollt dann sagen, nö, das machen wir nicht. Doch, machen wir. Ohne Gebühr, ohne alle drum und dran. Und damit herzlich willkommen Manu Sanchez vom FC Southampton. Wechsel für nur 19,5 Millionen zu Bilbao. 23-jähriger Spanier. Und der passt sogar vom Dings her. Und damit haben wir unseren Linksverteidiger an Bord. So, Sanchez. Und damit haben wir drei Neuzugänge, also zwei Neuzugänge mehr oder weniger an Bord. So, Mannschaft, Teamzentrale. So, was haben wir denn hier? Was ist er denn hier? Kollege. Kollege Schnürschuh, wo ist er denn? Sanchez, ja, 13. 13 hat er gekriegt als Nummer. Gut. Dann geht's weiter jetzt mit dem nächsten Spiel. Und wir treffen auf
Valladolid. Williams ist heute im Mittelpunkt. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zeigen, ja, da läuft es im Moment. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem heutigen Spiel hier im Estadio. Na dann, auf geht's. Wo es im Augenblick regnet. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Nach der Niederlage gegen den Supercopa müssen wir heute in der Liga weitermachen. Real Valladolid gegen Athletic Bilbao. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Williams mit der Chance. Den kann er blocken, sage fertig. Elfmeter. Metz spielt überhaupt nicht da. Und jetzt gibt es den Elfmeter noch 4 Minuten. Im letzten Spiel, wie gesagt, hat er gar nichts gespielt. Er hat da gar nichts auf die Reihe gekriegt. Das soll jetzt hier das 1:0 werden. Manu Sanchez. Rein. Erstes Ligator. La Ligator. Ausgetrickst. Schön verladen. Und dann der Ball eiskalt in die Mitte. Clever gemacht. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Damit ist klar, dass auch ein Regelon nicht kommen wird. Ball wird abgeblockt. Und man hat jetzt einen Linksverteidiger an Bord. Das gibt jetzt Abstoß. Den man zumindest verpflichten wollte. Olmo. Williams. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. In der Partie von Real Betis gibt es ein Tor zu vermelden. Wir schalten kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Real Betis. Neuer Spielstand damit 1:0. 11 Minuten sind hier gespielt. Vivian. Dankeschön für diese Infos. Ballerobel. Ja, Solid macht Hintensicht. Könnte der Ausgleich werden. Wird Ecke geben. Und Kipper. Da kommt die Ecke. Weiter gefährlich. Nach Kippers Abwehr. Oh, mit Glück dabei, Williams. Das frühe Stören jetzt. Ball draußen wird Einwurf geben. Borja Mayoral. Schöne Aktion, Steilpass. Ah, geht er durch? Nee. Doch, geht er. Schauen wir mal um gegen Olmo. Ja, setzt sich schön durch. Und den Ball hält der Torhüter. Voluna steil. Gute Grätsche. Sie haben den Keine Grätsche. Keine schlechte Variante. Abschluss. Vivian. Zubeldia. Den sind einige dran an Zubeldia. Da bekommt er Unterstützung. Williams. Die Chance für Williams. Starke Parade. Und der Keeper verhindert hier das 0:2. Jones. Dazwischen gegangen. Oya Sabal. Gute Chance für Oya Sabal. Parade kommt aber weiter Gefahr. Nach wie vor lebt diese Chance. 0:2 Williams. Tor durch Williams. Starke Aktion, da hat er sein ganzes Können wieder ausgespielt. Verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Kennedy. Akpom. Schade. Ah, komm nicht durch. Jetzt schießt er.
Uiuiuiui. Vielleicht ist diese Ecke die Chance, nochmal zu verkürzen. Die Fans geben alles. Jetzt die Ecke. Oh, misslungene Befreiung hier. Chance zum Anschlusstreffer. Da passt der Torhüter auf. Sie klären, Ball im Aus, gibt Ecke. Was? War der nicht noch dran? Ich dachte, der Gegner wäre noch dran gewesen. Ecke in den Strafraum. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Sehr gut aufgepasst. Und an. Na, Borra, wahrscheinlich jetzt muss er runter. Leider. Gezeigt. Wird auch gleich bei wahrscheinlich. Da gehen sie dazwischen. Wichtig. Merino. Pause. Zur Pause sind die Fans hier alles andere als zufrieden. Tja, Wolf, und der Sieg vor allem. Und jetzt. So, Pause. Ja, der Wechsel wird jetzt kommen. Bisher haben hier vor allem die Spieler von Bilbao Akzente gesetzt. Schauen wir mal, wie sich das Spiel jetzt im Durchgang 2 entwickelt. Er holt sich vorne den Ball. Hier spielt gerade momentan, versucht der Gegner hier ein bisschen was zu machen, zu Belgia. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel steht fest. Riesentalent, das ist keine Frage, der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, darf sich glücklich schätzen. Ein guter Block hier. Und irgendwie haben sie den doch noch geblockt, den Ball. Dani Olmo. Gute Chance für Dani Olmo. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley. 0 zu 3. Dani Olmo. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. 15 Meter. Rein ins Glück. Keine Chance, Keeper. 0 zu 3. Der Meister führt. Kennedy. Kann jetzt über den Flügel kommen. Da so ein wenig die Präzision gefällt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Gefährlich jetzt. Weiter gefährlich. Nach Kepas Abwehr. Abwehr kann Sanchez. Aufatmen aus dieser Szene wird erstmal nichts. In der Partie von Real Betis gibt es ein Tor zu vermelden. Olmo. Kurz rüber ins Studio. Jetzt ist er durch. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Abgeblockt auf jeden Fall erstmal. Das Parallelspiel mussten wir leider abbrechen, das bitten wir zu entschuldigen. Real Betis hat also das Tor gemacht. Damit führen sie nun mit 2 zu 1. Abseits, viele fassen sich an den Kopf, das war eng, aber die Fahne ist oben. Und Falle. Jetzt werden sie wechseln. Dani Olmo. Er passt gut auf und hat den Ball. Nix. Kennedy. Kennedy. Das kann gelb geben. Ich glaube, da kann man durchaus den Kampf. Ah ja, der liegt doch schon draußen. Lass ihn liegen und spielt weiter, Leute. Ich glaube, es gibt gelb. Ja, gab auch gelb für Gorosabe. Flanke auf den langen Pfosten. Die kommt gut. Das war keine Absicht. Das war ein bisschen weit. Wieder das weg. Mann! Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Und klasse durchgesetzt. Er geht dazwischen. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Jetzt wollte er aber irgendwie versuchen, dass er ein Tor schießt. Irgendwie Freistoß. Der Ball springt raus. Ach komm schon, ey, schieß. Ja, gib's dir erstmal den. Also gibst du einen Freistoß. Gibst du noch mehr Elfmeter hinterher?
Siehst du mal, wenn FIFA auch mal die Bilder so. Er trifft die Latte. Dass du durchschießt und dann kriegst du es nicht gebacken. Der Angriff damit beendet. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Die Chance. Via Libre. Pam, Junge. Das ist natürlich stark. Hier FIFA. Von wegen, die machen Tor. Wir machen's. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein gut gespielter Konter und dann macht das stark. Unwiderstehlich, Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Spitze gemacht. Klare Sache hier, das 4-0 ist schon deutlich. Den Ball holt er, gut verteidigt. Jetzt der Steilpass. Aber dann verläuft dieser Angriff doch im Sande. Glück gehabt, dass er kein nicht weg war. Via Libre. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Der hat noch ein bisschen was gut zu machen. Der muss ja drin. Der will ja wieder seinen Stammplatz zurück da vorne. Der will ja wieder so ein bisschen in seine Stamm, die Stammelf wieder rein. Gut. Regulär sind es noch 7 Minuten. Kennedy. Raus damit, aber die Wechsel durchgezogen werden können. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Das musste nichts Elfmeter geben. Da ist jetzt Platz. Die Chance. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Sag ja, sie wollen es irgendwann. Wie schon im Hinspiel kommen? Eher nicht. Nee, nee, Wolf. Das Ding ist durch. Keine Zweifel. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4-1. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung, die Gäste holen sich hier also den Sieg. Der Punkt aber wieder nicht zu 0. Sag ja, FIFA tut mal alles und er ging irgendwie doch noch ein Tor zu gewinnen. Keine Mannschaft erzielt. Und FIFA so ein bisschen, versucht gerade irgendwie alles um Gegner, die... Oh, Barcelona, um mit dem Gegner ein Tor zu ermöglichen. Ja, nein, Wurf, dann wird mal eine Ecke, wird ein Freistoß draus und ach, wir geben noch einen Elfmeter, komm. Weil wir so toll finden. So, nächster Gegner ist Retafe und das sehen wir uns in der nächsten Pause, nächsten Folge an natürlich. Bis dahin, tschüss.